Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Angelfreunde aus Dänemark. Ich bin hier mit meinem dänischen Angelkollegen und Kumpel, mit dem Jesper, heute zusammen in Hobro. Und wir wollen für euch mal ein paar neue Köder testen. Unter anderem von der Firma Fish Up, von der Firma FDM, von der Firma Paladin, der Rotor Spoon, der Blink, die neuen Wop Spoons haben wir dabei. Und ja. Ja, die kenne ich auf jeden Fall. Die sind richtig gut. Die sind richtig gut, ja, ne? Ja. Hinter Bombarder. Perfekt. Ja. Was wir auch dabei haben, ist jetzt auch ganz neu im Laden demnächst. Und zwar, Jesper hat seine eigenen Gummis, die Big Hangry. Ich durfte die schon mal angeln hier in Dänemark. Und ja, die lassen sich super werfen. Die lassen sich super leicht führen. Und das sind wirklich absolute Topfänger für große Fische. Waffen für große Fische in Dänemark. Ja, Jesper hat mir auch eine neue Angel mitgebracht. Ja, du musst etwas Neues probieren. Fliegenangeln. Mit der Zweihandfliegenrute. Das ist übrigens die Spitze hier oben, aber die hast du. Ist nicht so lang. Nee, ist nicht so lang. Nein, ich hatte gedacht, ein kürzer Modell wäre besser für dich. Ja, okay. Dann müssen wir noch eine Challenge machen, ne? Ja. Was machen wir für eine Challenge? Also, Alex ist auch dabei. Und wir sind also zu dritt heute hier. Und ich würde sagen, Jesper, wie fangen wir an? Einer mit Spoon. Ja. Einer mit Gummi. Mit Gummi, ja. Einer mit Spoon, einer mit Gummi. Und der dritte? Ich nehme die hier erst. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Wirklich. Natürlich sehe ich einen Meter Leine oder so vor hier. Ja. Aber ich glaube. Verrostet. Das geht. Ich hoffe, das geht. Wenn das nicht geht, dann muss ich ja irgendwie etwas Neues machen. Aber wenn ich damit fange, dann habe ich einen Point mehr als hier. Ja, das gibt einen extra Point. Das wird schwierig. Und wer nichts fängt, der muss heute Abend das Bier bezahlen. Ja, oder baden gehen. Oder baden. Nee, baden gehen. Ich gehe nicht baden. Nein, um Gottes Willen. Jesper, ein bisschen über dem See hier, weil es nicht der billigste See. Ja, genau, richtig. Kostet ein bisschen mehr hier. Aber viel, viel mehr Fisch hier. Ja, viel, viel mehr Fisch. Ja. Hofbro ist ein Hofburg, ich sag mal Hofburg in Dänemark ist ein dänischer Züchter, hat sich spezialisiert auf Goldforellen, ist einer der größten Züchter hier mit in Dänemark, was Goldforellen betrifft. Ja. Und in dem See, man bezahlt für 3 Fische für 28 Euro, hat aber keine Angelbegrenzung. Also man darf quasi von morgens bis abends angeln. Ja, bis man 3 Fische hat. Bis man 3 Fische hat. Ja. Wenn man mehr will, dann kannst du wieder einlösen. Oder man bezahlt 10 Euro für einen Fisch. Extra. Ja, das kann man oder auch man machen. Man bezahlt 10 Euro für einen Fisch extra. Das ist auf jeden Fall, der Fisch ist, der See hat natürlich viele Fische natürlich drin. Man fängt hier im Moment aktuell viele große Bachforellen. Aber es sind schwierig. Sind schwierig? Ja. Launig. Sind ein bisschen launig. Sind schwierig, aber mit der Fliegenroute geht's heute. Ja. Wir fangen Goldforellen, Lachse und Saiblinge auch, ne? Ja, schön Saiblinge. Schöne Saiblinge. Bis 3 Kilo. Ja. Wir machen das jetzt so. Ich würde sagen, jeder darf jetzt für den anderen einen Köder aussuchen. Also machen wir das denn, du fängst halt mit der Fliege an. Ja, aber gut. Ich will auch eine von die hier Ködern haben. Ich denke. Okay, dann jeder darf sich einen Köder aussuchen. Ja, nicht wahr? Okay, dann würde ich sagen. Für sich selber oder für seinen Freund? Nee, darfst du selber für dich aussuchen. Such einen Köder ich für dich aus. Ich will etwas haben, das ein bisschen wiegt, weil das wird ein bisschen schwieriger. Also die hier von Paladin, wiegt die genug? Ist das eine von die? Ich weiß nicht. Schwer? Du hast eine 45er Leine hier. Ja. Ich hoffe, das ging. Muss aber 10 Gramm und haben. Ein Wirbel. Ja, das ist extra Gewicht. Ach, extra Gewicht? Ja, der wiegt fast 4 Gramm oder so, glaube ich. Ja, locker. Okay. Schön. Okay. Wird gut sein. Ja. Ja, so die brauchst du aber mindestens, ja. Ja, glaube ich auch. Ja, ich würde mit einem großen anfangen, mit einem Big Hangry. Würde ich anfangen, mit einem Big Hangry. Ein großes 20. Oh, zwar, das darfst du nicht sagen. Ja. Ich würde hier ein. Den würde ich heute nehmen. Sehr gutes Vorbild. Für die Bachforellen, das wäre toll. So, und Alex, komm noch mal hin zu uns. Ja. Ich habe schon mal vormontiert. Ja? Alex hat schon vormontiert. Oh Mann. So, ich nehme mein FTM Wop, einer von den neuen, in schwarz, orange, weiß. Geile Farben. Ja. Die neuen Wop ist wirklich, also die haben wir jetzt auch im Laden. Aktuell kann man ja noch sagen,
für 3,99 €. Also ich glaube, dass für einen qualitativ so hochwertigen Spoon 3,99 €, das ist schon ein guter Preis, oder? Das ist für fair. Deutschland? Das ist fair, ja. Ne? Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, das sind hier die, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann jetzt so. Na, das sind so die Seika Spoons hier, die wir jetzt noch damit bei haben. Wie die anderen heißen, ich kann es gar nicht genau sagen, weil es einfach zu viele sind mittlerweile. Ja. Aber aber ich weiß, dass die Bling dann heißen. Die heißen Bling. Ne? Haben wir auch alles an der Wand, überall. Und ja, das sind die neuen Wop Spoons. Das dreht sich, nicht wahr? Das dreht sich sehr, rotiert, ja, es rotiert. Und es ist vor allen Dingen, ist es, wenn du wirfst, drehst und kannst auch einen Stopp machen und er dreht weiter. Ja, sehr und wichtig, ja, wo es kalt ist. Und UV-aktive, Farben. Ja, UV-aktiv ist dabei. Zu diesen Fischab-Geschichten nochmal, ne? Gibt's verschiedene Köder. Mach mal hier, am besten ich halte mal einen kleinen Schwänzchen fest. Diese Größe hier, ich habe jetzt leider den Namen nicht. Ist das Käse oder so? Das ist Käse, ja. Ja, schmeckt ein bisschen von Käse. Dann habe ich hier auch noch eine Larve als Imitat. Sehr gut. Ja. Nein, nicht eine. Ich kann meine Köder nachher alle wegschmeißen. Die kotzen die alle wieder aus. Nein, auch verschiedene Farben. Probieren wir heute alles. Haben wir schon probiert in den letzten Tagen. Ja. Hat alles. Ging ja gut. Ja. Du willst sicher sein, kann ich hören. Ja, hier, du kannst das hier. Mahlzeit. Ja, danke. Ja, also, Jesper fängt an mit der Fliege. Was hab ich da nochmal? Achso, ich hab mit dem Pongo. Ja. Ich mache mit dem Pongo. Mit dem Riesen. Und Alex mit dem Wobspoon und ja, dann sehen wir uns gleich am Wasser. Seid gespannt, ich freue mich. Das war auch hier. Ah. Da muss man ja bei Kilometer Abstand halten. Kann ich weiter werfen. Oh. Ah. Ah. Ja. Nicht, dass ich gleich eine Lippe hängen kann. Aber auch kein Monster. Schöne Forelle. Dritte Wurf. Gleichen Treffer. Aber auch kein Monster. Schöne Forelle. Dritte Wurf. Gleichen Treffer. Na ja, dann draußen wir. Oh, guck. War hier. Oh, Mann. So viele hier. Was war eine bei meiner? Oh. Da ist noch eine riesen Tigerforelle, oder? Dicht hier. Oh, aber schön. Auf so ein Spewblade Köder. Ein Backforelle zu kriegen, weil die Farben hier, die Farben hier für Backforellen sind fast immer toll. Aber ja. Das haben wir auf jeden Fall. Die Autos
Oh, da war ein bisschen. Tauschen wir wieder. Wie viele hast du denn gefangen? Sassi, ich weiß nicht, wie viele hast du gefangen? Keine. Keine? Nein. So soll ich meine gute Hütte. Oh, ja, oh, ja, ja. Da waren wir jetzt. So, welchen Köder hatten wir denn jetzt? Welchen hast du eben jetzt gehabt? Der pinke Wurm da. Ich mag den pinke, ich hatte gehofft. Backforelle, riesen Backforelle. Aber so, ja. Da war ein Regenbogen. Richtig. Das sind ganz viele Regenbogen hier in die Ecke hier. Jetzt. Und kleine Regenbogen. Was ist der denn hier? Schwarz und schwarz? Letztes Mal war die größer. Ja. Lass es mal sehen. Was hast du drauf? So, jetzt habe ich mal den neuen von FDM. Ja, 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 ja. Bisschen Gold. Weiß, bisschen Gold. Lass Silber, mal sehen. Effekt, mal gucken. Ja, vielleicht geht das auch. Ein Brett per Mutt. 1,6 Gramm. Mit Gold hinten. Erster Wurf, erster Fisch. Ich werde ja immer gefragt, Sascha, warum hast du so viele verschiedene Spoons im Laden, so viele verschiedene Formen, Grammaturen, so viele verschiedene Marken? Und ich kann euch sagen, das ist wirklich so, dass nicht jeder Spoon zu jeder Tageszeit fängt. Also es gibt Tage, da kristallisiert sich das raus, dass mehr die dunklen Farben, dass schwerere Spoons gehen. Dann gibt es Tage, da gehen ganz leichte, ganz grelle Farben. Manchmal hat man das auch, dass man auch so Perlmuttfarben gehen muss. Also das ist wirklich von Tag zu Tag verschieden und deswegen halt auch diese große Auswahl an Ködern. Da, hast du eine? Hast du eine? Oh! Backforelle oder Regenbogen wieder? Warte mal. Regenbogen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Der Profi. Auch wieder so ein Zwergfischer. Oh, wieder ab. Oh, schade. Der war so schön klein. Ah, zwei Würfe. Ja. Was hast du drauf? Das war das Schwarz-Weiße. Ja. Oh, hast du auch eine jetzt? Backforelle dieses Mal? Ja. Doppelbiss. Du hast eine. Oh, der ist wieder klein. Aber. Ist das eine große Backforelle? Okay, okay, mein Arm tut ganz weh jetzt. Da habe ich in einer halben Stunde damit geangelt. Oh, echt schwer. Jetzt habe ich Pose drauf, wiege ein bisschen Paste. Hoffe, das geht. Da ist. Ah. Hast du. Ja! Ah, ja. Oh Mann, erster Wurf. Ja, ja. War nicht groß, aber. Aber dieser Wopspoon, ne? Der funktioniert richtig gut. Ja, ja. Die Rute, die Aktion. Mann, das ist toll. Man merkt alle. Das 100% Nick Kohlfaß auf jeden Fall. Mann. Ey. Ja, es ging. Mann, nicht groß, aber.
Mann! Danke, danke! Ab und zu mal einen Spin-Stop. Ja. Man muss das immer ein bisschen probieren. Es gibt. Oh, da war wieder Biss. Ey, Mann. Also man darf auf jeden Fall nicht. Filmen gehen. Und angeln, das, nein, ist das nicht. Geht nicht. Das geht nicht gut. Nein, was man auf jeden Fall machen muss, ist probieren. Man muss. Man darf jetzt nicht sagen, jetzt schmeiß ich raus und dreh nur rein. Nein, man muss Spin-Stops machen, man muss mal langsam drehen, mal schnell drehen. Man kann auch mal schnell drehen und wieder langsam werden. Mal schnell drehen und wieder langsam werden. Kann natürlich jetzt auch sein, jetzt habe ich natürlich viele Bisse gehabt auf diese Farbe. Jetzt ist es vielleicht auch mal an der Zeit, die Farbe zu wechseln. Die Forelle ist ein Raubfisch. Es ist wie mit dem Hecht und mit dem Zanderangeln. Wenn man. Oh, da war die wieder. Wenn man zu viel immer mit einer Farbe fischt, das ist ja beim Teichangeln genauso. Irgendwann kriegen die Spitze der Fische das Spitz. Ja. Da wieder ein Lachs. Aber die tanzen gut. Das Wasser ist natürlich noch extrem kalt. Ne? Ja. So, und das Wasser ist extrem kalt. Und die Fische haben natürlich auch eine super Power. Ne? Wir benutzen jetzt mal eine bedeckte Farbe. Weil manchmal kann das sein, dass das auch für größere Fische besser ist. Bin gespannt. Also man muss das probieren, wenn man auf grelle Farben oder auf dunkle Farben keine Bisse bekommt, dann muss man wechseln. Man muss wirklich wechseln und probieren. Also ich glaube schon, dass, ich glaube nicht, ich weiß, dass tatsächlich irgendwann auch mal einer beißen wird. Aber natürlich ist das Beißverhalten jetzt nicht mehr so wie gerade eben. Also die Frequenz ist eine andere. Ne? Die Frequenz ist definitiv eine andere.